Hier steht es schwarz auf grau in Sojatinte. Heute geht es um eine Kfz-Handyhalterung. Hallo Leute und willkommen hier bei MeUpperCat. Ja, Humix hat mir hier was rumgeschickt. Und zwar eine Kfz-Halterung für euer Smartphone mit eingebautem Fast Wireless Charging und einer besonderen Halterung, auf die ich hier noch kurz eingehen möchte. Aber legen wir mal los hier mit dem Wireless Charging. Fast Wireless Charging bis zu 10 Watt Output und in meinem Fall hier mit dem iPhone gibt es dann maximal 7,5 Watt Output, denn mehr kann so ein iPhone 10 und 10S ja nicht aufnehmen. Also ihr könnt hier maximal schnell eure Geräte aufladen. So ein Samsung Galaxy zum Beispiel kann hier die vollen 10 Watt abrufen, ja, wenn auch genug reingepumpt wird natürlich. Und reingepumpt, apropos, wird hier über Micro-USB hier an der Seite ist der Anschluss, ein entsprechendes Kabel, Micro-USB auf Standard-USB, wird mitgeliefert, damit man das Ding auch im Auto schön anschließen kann, damit hier auch der Strom fließt. Ja, die Halterung an und für sich sonst ist recht simpel. Ihr seht, hier haben wir einen Mechanismus, um das Handy einzuklemmen. Auf der Rückseite ist ein Knopf. Wenn man den drückt, dann wird hier nochmal gelöst. Ja, und das fühlt sich sehr solide und robust an. Da wackelt nichts, da ist nichts irgendwie, dass man denkt, da klappert gleich was auseinander. Ja, hört euch das Klacken an. Ich glaube, das ist ein echt guter Mechanismus. Also, er klingt auf jeden Fall und fühlt sich vertrauenserweckend an. Hier unten wird dann einfach das Handy draufgesetzt. Natürlich alles hier schön mit gummierten Füßen. Hier unten an der Seite ist alles schön gummiert. Und auch hier, wo das auf der Rückseite aufliegt mit dem Wireless Charging, haben wir auch ein Gummipad, damit zum einen alles kratzerfrei drauf sitzt und natürlich auch sicher und robust. Und das tut es absolut. Also Handy reinlegen, einmal festmachen. Ja, und schon war's das. Passt, wackelt und hat Luft und ja, fällt vor allem auch nicht raus. Da kann man sehen, das hier ist ein iPhone 10. Nur mal so, um den Größenvergleich darzustellen. Aber Freunde, das ist alles noch sehr, sehr standardmäßig, würde ich mal sagen. Wobei eine Sache muss ich noch erwähnen, das Wireless Charging hat gut funktioniert. Allerdings, wenn ich hier meine Hülle drum hatte, hat es bei mir nicht immer beim ersten Mal funktioniert. Da musste ich manchmal das Handy wieder rausholen, nochmal reinpacken, dass es dann angefangen hat zu laden. Ohne Hülle hat es jedes Mal sofort geladen. Also ja, die Durchdringung, auch wenn es nur so eine dünne Hülle ist wie hier bei mir, die ist nicht so ganz optimal, zumindest hier in meinem Testszenario. So, aber ansonsten hat das bestens funktioniert. Wireless Charging, feine Sache, wenn man auch im Auto das Handy aufladen kann. Ich bin ja generell ein Freund von solchen Halterungen, die mit Saugnapf befestigt werden. Und weniger ein Freund von den Lösungen, wo es eben in diese Lüftungsschlitze so reingeklippt wird. Das hier ist ja so ein Standard-Clip, also hier ab einmal so in den Lüftungsschlitz rein und hier die Handyhalterung drauf. Hatte immer das Problem, ja, dass das ein bisschen wackelig ist, das Ganze. Ja, also gerade so beim Fahren, das hat eben kaum Stabilisierung, außer dann hier hinten die kleine Klemme, die da festgemacht wird, wobei das hier auch schon was Besonderes ist. Ihr seht, wir haben hier so ein Hebelchen, wenn man das umlegt, dann wird hier einmal festgeklemmt, aber dennoch, hiervon bin ich kein Freund, aber Humix hat hier was ganz Tolles beigelegt. Das habe ich so noch nie gesehen. Erinnert mich so ein bisschen an so einen Ständer von so einem Scharfschützengewehr. Aber das macht total Sinn. Auch das geht hier einmal in den Lüftungsschlitz rein. Ihr legt dann hier den Schalter um. Dann wird hier richtig solide festgeklemmt. Das ist schon mal toll. Und mit diesen Stützen, die auch nochmal hier gummiert sind, lehnt sich dann die Halterung quasi ans Armaturenbrett dran. Und ihr habt eine Dreipunktbefestigung. Und da ist ein Das ist stabil, das ist super. Also eine sehr, sehr einfache und simple Lösung eigentlich. Aber da muss man auch erstmal drauf kommen. Und ich habe es ausprobiert und muss sagen, das hier ist mal was für die Lüftungsschlitze. Das würde ich mir absolut auch in mein Auto packen. Das ist echt robust, stabil. Da kann es rappeln, wackeln im Auto, schlechte Straßen haben. Keine Sorge, das Ding ist fest dran. Also finde ich echt super. Ist mal was ganz Neues, habe ich so noch nicht gesehen. Gibt es vielleicht auch von anderen, aber ich kenne es noch nicht. Und muss sagen, ich bin begeistert. Also ich bin immer froh, wenn es mal was Neues gibt. Deswegen habe ich mir die hier auch zum Testen mal ausgesucht, weil ich eben dieses System hier noch nie hatte. Prima Sache. Also Freunde, wer hier nichts mit Saugnapf will und auch was Stabiles für die Lüftungsschlitze haben will, das hier, das ist eine super, super Alternative. Probiert es einfach mal aus. Also mich hat es restlos überzeugt. Auch sonst eine schöne Halterung. Ja, leichter Mechanismus, Wireless Charging. Mein Gott, was soll man da noch großartig verkehrt machen? Also von mir gibt es
für das Produkt hier 2 Daumen hoch. Ich finde es super, bis eben auf diese kleine Problematik, dass mit Case das Wireless Charging nicht immer beim allerersten Mal angesprochen hat. Aber hey, irgendwas ist ja immer und das ist wirklich nur ein kleines Problem. Dann habe ich es runtergenommen, wieder draufgepackt, hat dann geladen, also hat dann immer noch funktioniert. Hier das rausnehmen, klappt prima. Schöne Halterung, doch. Eine echt schöne Halterung. Also, wer noch eine sucht für sein Auto, die in die Lüftungsschlitze reinkommt und extra viel Stabilität bietet, Freunde, ja, schaut euch mal die hier von Humix an. Also, ich kann sie euch empfehlen und verlinke sie euch auch hier unten in der Videobeschreibung. Ein Amazon-Link, da könnt ihr mal draufklicken und das Teil mal selbst ausprobieren. Ich find's klasse und in diesem Sinne sage ich vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal hier bei mir, Apple Cat. Macht's gut!